dann halt. Fühlst du mich? Der Mund trinkt. Der 137er und der letzte sind die schönsten, die da rauskommen. Kräftig, der hat die dritte Lunge passt. Die dritte Lunge ist, wenn der muss zwischen 27 und 30 cm in der Größenordnung sein, der soll die 27 cm und 9 cm aufgeholt sein, 9 cm ungefähr Brustbreite, 9 cm Ständerhöhe, Körperhöhe, Halskopflänge 9 cm. Und dann soll er auch schön schwarz sein, gleichmäßig schwarz, in die Schwingen schwarz. Der soll vorne eine schöne violett-grüne Farbe im Brustbereich haben. Soll ein schönes rot-oranges Auge haben mit ganz fein abgedeckten Rändern. Die Schnabelwarze soll schön weiß sein. Und dann sollte auch in der Farbe die Schwingen gleichmäßig mit dem Schwanz übereinstimmen. Es gibt alle, die sind dann ein bisschen heller, ein bisschen bräunlicher. Die bräunlichen müssen wir dann rausnehmen, da nur mal Punkte abzuchen. Ganz wichtig ist auch der Körperbau. Der zum Beispiel hat ein krummes Brustbein. Wenn man da so drüber langt, das könnt ihr gerne mal anschauen. Das Brustbein ist nicht mehr groß. Das ist eigentlich schon ein Ausschlussfehler. Aber ansonsten ist es eigentlich ein schöner, größer, kräftiger Tauber. Und zum Bewerben lässt man einfach reinlaufen. Und wenn er sich die ersten 2-3 Minuten zeigt, dann hat er schon mal gewonnen. Ich bin die dritte Ramona. Okay. Ich bin seit 2017 die erste Vorständin beim Kleinen Zuchtverein Friedelfels. 2020 und 2021 haben wir leider keine große Schau machen können da in der Steinwarthalle. Da waren wir bei Züchterkollegen in der Maschinenhalle, haben wir da bloß unter uns ein bisschen, dass wir wissen, auf was für Stand dass wir sind mit den gezüchteten Tieren. Und letztes Jahr haben wir noch Glück gehabt. Wir haben es noch halten können und 2 Wochen später, die anderen haben es nicht mehr halten können im Landkreis Zischenroth. Aber heuer geht es ja wieder? Heuer geht es wieder, ja. Wir haben Auflagen gekriegt vom Veterinäramt. Es sind aber machbare Aufgaben, ist jetzt nicht viel. Und ich muss sagen, in Zischenroth, das Veterinäramt, da kommen einem auch entgegen. Wenn du Fragen hast, ich habe schon im September angefragt, was wir für Auflagen haben.
hat es mir gleich gesagt und dann haben wir das gleich umsetzen können und haben uns darauf vorbereiten können. Also das läuft alles, das passt alles mit Veterinäramt. Wie groß war denn die Vorfreude auf die Veranstaltung? Haben alle mitgezogen oder wie geht es dir auch persönlich heute? Also jetzt ist der Druck ein wenig weg, weil jetzt ist die Bewertung um mich und der Aufbau ist geschafft. Der Abbau geht immer schneller. Und so, also wir haben uns alle gefreut, dass es wieder stattfinden kann. Und haben auch alle unsere Tiere gehegt und gepflegt das ganze Jahr. Und wir sind wirklich froh, dass es wieder stattfinden kann bei uns. Das ist einfach, also ich arbeite im Kindergarten und da, wenn du heimkommst, da bist du dann schon manchmal gestresst vom Lärm und alles. Und dann gehst du zu deinen Tieren und die sind schön ruhig, die bringen die dann unter. Das ist für mich ein wenig eine Entspannung, wenn ich zu meinen Tieren gehen kann. Nadja, wie bist denn du eigentlich zum Kleintierzüchten gekommen? Eigentlich durch meinen Vater, der ist jetzt schon 50 Jahre dabei. Und seit ich kleines Kind bin, habe ich eigentlich mit euch jetzt dauernd. Und die ersten Hühner habe ich selber mit 4-5 Jahren gekriegt. Ja, und seitdem bin ich dabei, sind jetzt auch schon 25 Jahre mit der Rasse. Das sind Amrocks, gestreift heißt der Farbenschlag. Die sind einfach ruhig vom Gemüt, eine robuste Hühnerrasse. Das brauchen nicht viel speziellen Aufwand. Die sind mit allem zufrieden, was es ihnen gibt. Die brauchen einen großen Auslauf, einen großen Stall, täglich Butter, Wasser, damit sind die zufrieden. Naja, du musst es halt täglich füttern, Wasser geben und dann einmal in der Woche musst du halt misten. Das kommt darauf an, wie groß halt der Stuhl ist. Aber im Prinzip täglich eine halbe Stunde bis Stunde auf jeden Fall. Zur Schauvorbereitung brauchst du länger, weil du musst es einmal anschauen, wie es von der Verfassung sind, wie die Federn sind, wie einfach der Gesundheitszustand ist von dem Tier. Und da verbringst du halt vor die Ausstellungen mehr Zeit oder zur Aufzucht. Als Küken brauchen sie einfach mehr Aufwand, als wenn sie jetzt bloß draußen im Garten umeinander gehen und wachsen. Dann. Es ist einfach ein naturverbundenes Hobby, wo man sagt, du sitzt ja da und bloß innen drinnen. Du kommst unter Leute im Verein, ist einfach ein gemütliches Beisammensein, familiäres Umfeld. Du lernst Leute kennen aus ganz Deutschland, wenn du auf überörtlichen Schauen bist. Es ist einfach ein schöner Zusammenhalt wie in einer Familie und man kommt einfach mit vielen Leuten zusammen und man muss sich nicht im Haus verstecken und bloß umeinander sitzen. Man ist aktiv und tut auch was für die Rasseerhaltung oder für die allgemeine Zuchterhaltung von verschiedenen Rassen, was man halt gerade hat. So, wie läuft das Vereinsleben da in Einzelhaus? Vereinsleben besteht darin, wenn man als Jugendlicher zum Beispiel dazukommt, dann machen wir Ferien, also so Zeltlager oder wir grillen einmal. Wir machen auch Ausflüge mit unseren Jugendlichen, einmal im Zoo fahren wir. Wir machen aber auch Tierbesprechungen, dass die Jugendlichen wissen, wie putze ich jetzt einmal feucht, wie man das ausschaut, dass für die Schau in Ordnung ist. Einfach einmal ein wenig was Fachliches und ein wenig Gemütliches, wo man sagt, man hat auch Spaß und man kann auch mal nicht bloß über die Feuche reden, man trifft sie halt einfach so. Und von den Erwachsenen ist es auch so, wir grillen einmal, wir gehen einmal miteinander wohin, wo man sagt, ja, das ist jetzt interessant, wer hat noch Interesse, fahren wir hin. Also es ist eigentlich gemischt, was wir machen das ganze Jahr. Gartenfesteln und so weiter. Also wir sind auf Facebook-Seite und wir haben eine eigene Internetadresse, die steht hinten auf meinem Bügel gerade rum. Wenn man das sieht, abgebildet, wo man uns sieht, ja, oder man kommt einfach an unserer Ausstellung vorbei, spricht uns einfach an, wir sind offen für jeden. Mit einem Griff haben Sie schon. Super. Was? Na, liest. Ich meine, ich bin nicht.
Es sind Tauben drin, eine weiße und eine schwarze. Es ist fast unmöglich, reicht es, wenn man es fasst.